Du hast Matthäus Kapitel 18 gelesen, da heißt es in Vers 1: Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Also, sie haben eine sehr fleischliche Einstellung hier, die Jünger, an dieser Stelle. Und wir sehen das an einigen Stellen in den Evangelien, dass die Jünger, die Apostel auch, dass sie natürlich im Fleisch gewandelt sind manchmal. Als Christen wandeln wir manchmal im Fleisch. Das ist einfach die Realität, in der wir leben. Und als Christen, leider, vergleichen wir uns auch manchmal. Und es ist hochmütig, es ist eine kindische, eine falsche Einstellung, sich irgendwie zu vergleichen und zu messen, wer von uns ist wohl der Größte im Reich der Himmel. Und lass mich dir vorlesen, was es in Markus 9, Vers 33 heißt. In Markus 9, Vers 33 sagt die Bibel: Und er kam nach Kapernaum, und als er zu Hause angelangt war, fragte er sie: Was habt ihr unterwegs miteinander verhandelt? Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Also sie schweigen. Warum schweigen sie? Weil sie sich denken, ach, peinlich. Sie wollen es nicht Jesus gerade heraus sagen, worüber sie verhandelt haben auf dem Weg. Sie haben untereinander verhandelt, wer der Größte von ihnen sei. Das ist peinlich. Sie merken, oh, was haben wir da gemacht? Was ist das für eine kindische Einstellung, zu verhandeln untereinander, wer wohl der Größte im Reich der Himmel ist? Wenn das deine Einstellung ist, du daran festhältst, dann wirst du nicht groß werden. Und dazu komme ich dann gleich noch. Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Fleischlich, hochmütig, eine fleischliche, ungeistliche Einstellung, die wir als Christen ablegen müssen. Lass uns weiterlesen, Matthäus 18, Vers 2. Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Das erinnert an Verse in Matthäus Kapitel 20, Vers 26, das lese ich dir noch vor. Da heißt es, und unter euch, du kannst Sprüche Kapitel 25 aufschlagen, unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also unter euch soll es nicht so sein, dass wir einfach groß sein wollen, dass wir über andere hart herrschen, dass wir auf andere herabsehen, wie die Herrscher dieser Welt. Unter uns soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Wer unter euch der Erste sein will, Jesus sagt nicht, dass es falsch ist, irgendwie groß sein zu wollen, sondern Jesus sagt im Grunde genommen, du willst groß werden, okay, hier ist die Anleitung. Sei der Letzte von allen, sei Knecht, sei Diener, erniedrige dich selbst. Also, sie haben verhandelt, die Jünger, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Ja, haben wir in Markus Kapitel 9, Vers 33 gesehen, dass sie miteinander verhandelt haben darüber. Das war nicht unbedingt eine ehrliche Frage, die sie hatten, sondern es ging ihnen darum, hey, wer von uns ist der Größte? Wer ist der größte Macher? Also, sie haben verhandelt, wer der Größte sei, aber hat jemand daran gedacht, wie ein Kind zu werden? Schau, das hört sich nicht glorreich an, das hört sich nicht ruhmreich an, wie ein Kind zu werden, sich selbst zu erniedrigen. Das ist nicht das, was unser Fleisch will, aber der Weg nach oben führt nach unten, ist ein gutes Sprichwort dazu. Jesus sagt im Grunde genommen, wenn das eure Einstellung ist, dann werdet ihr niemals groß werden. Weil Jesus sagt nicht, oh, der Größte unter euch ist, wer irgendwie kann das und das tut. Und Jesus erklärt nicht, wie man sich selbst erhebt, sondern der Weg nach oben führt nach unten. Jesus sagt, erniedrigt euch erstmal. Werdet wie Kinder. Demütigung ist das, was wir brauchen als Christen. Das ist, was groß macht. Und wenn das eure Einstellung ist, dann werde ich niemals groß werden. Ihr habt noch nicht mal angefangen, wie Kinder zu sein. Ihr müsst erstmal nach unten gehen. Leute, die sich groß machen, sie werden immer kleiner. Sie werden dadurch erniedrigt. Wer aber sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, sagt die Bibel. Das ist so eine grundlegende, aber so eine wichtige Lektion, die du als Christ immer wieder hören musst. Denke nicht mal dieser Predigt, das ist alles so grundlegend, das muss ich nicht hören. Das ist eine wichtige Lektion, die dich als Christ den Rest deines Lebens begleiten sollte. Leute, die sich groß machen, sie werden immer kleiner. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden, sagt die Bibel dagegen.
Sprüche 25, Vers 27, ich lese das nur vor, da heißt es, zu viel Honig essen ist nicht gut und das Suchen von Ehre bleibt ohne Ehre. Ich liebe diesen Vers. Das Suchen von Ehre bleibt ohne Ehre. Menschen, die nach Ehre suchen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Untereinander verhandeln, sich messen. Das sind nicht die Leute, die Ehre bekommen. Wer bekommt Ehre? Wer sich selbst erniedrigt? Wer umkehrt und wird wie ein Kind? Ich komme gleich noch dazu, was das bedeuten kann. Zu viel Honig essen ist nicht gut und das Suchen von Ehre bleibt ohne Ehre. Du findest nicht die Ehre, die du haben willst. Du bekommst dadurch, dass du im Fleisch wandelst, nicht das, was du willst. Es wird dir letzten Endes zum Hals heraushängen. Du wirst erbrechen. Wenn du nach eigener Ehre suchst, hat natürlich etwas mit Neid zu tun. Etwas haben zu wollen, was dir nicht zusteht. Denn Ehre steht dem zu, der sich selbst demütigt, der sich erniedrigt, der nicht nach Ehre sucht. Dem steht Ehre zu. Aber Ehre zu suchen, das bleibt ohne Ehre. Es wird dir wie zu viel Honig aus dem Hals heraushängen. Es wird dir wieder hochkommen. Ich habe zu viel Honig gegessen. Das ist viel zu süß. Ich will das gar nicht mehr. Werde stattdessen wie ein Kind. Matthäus 18, Vers 2 sagt, unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Verzeihung, das war ein anderer Vers. Matthäus 18, Vers 2 sagt, und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie ihr die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt, wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Warum mussten die Jünger das hören, die natürlich schon gerettet waren? Hallo? Natürlich waren Jesu Jünger gerettet. Nicht alle, die ihm nachgefolgt sind, waren gerettet, denn es gab tausende Leute, die sich manchmal versammelt haben und Jesus zugehört haben. Nicht alle davon waren gerettet, denke ich, weil es buchstäblich Tausende waren manchmal. Aber natürlich, wenn wir besonders von den 12 Jüngern, sprich von den 12 Aposteln sprechen, natürlich waren sie gerettet, hallo. Warum mussten das die Jünger hören, die schon gerettet waren? Warum müssen wir als Christen so einen Vers hören, die wir schon gerettet sind? Denn was sagt Jesus hier in Matthäus Kapitel 18, Vers 3? Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Schau, wir sind schon gerettet. Wir brauchen nicht unbedingt diese Erklärung. Warum müssen wir trotzdem diesen Vers hören, wo wir doch schon gerettet sind? Schau, egal wie sehr du mit Hochmut oder mit Stolz oder mit Neid zu kämpfen hast, dass du nach eigener Ehre suchst, egal wie sehr du als Christ du damit zu kämpfen hast, als du gerettet wurdest, warst du sehr, sehr demütig. Als du gerettet wurdest, warst du wie ein Kind, das einfach mit leeren Händen kommt und nichts weiter tun kann, als sich auf seine Eltern zu verlassen. Einfach das zu nehmen, was seine Eltern ihm geben. Dich einfach auf deinen himmlischen Vater zu verlassen. Einfach mit leeren Händen zu kommen und ewiges Leben vom Herrn Jesus Christus anzunehmen. Als du gerettet wurdest, warst du sehr, sehr demütig. Egal wie sehr du jetzt vielleicht mit Hochmut zu kämpfen hast. Und schau, Christen können damit zu kämpfen haben. Und sie können bis an den Rest des Lebens damit zu kämpfen haben. Weil wir, bis wir sterben, physisch, unser Fleisch nicht verlieren werden. Wir werden immer Sünde in uns haben, immer die Tendenz dazu haben, zu sündigen. Unser Fleisch will immer das tun, was falsch ist. Egal wie sehr du mit Hochmut zu kämpfen hast, als du gerettet wurdest, warst du sehr demütig und deswegen brauchst du diese Erinnerung. Deswegen brauchst du diesen Vers, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Stimmt. Um in den Himmel zu kommen, muss man einfach demütig das ewige Leben annehmen, einfach das Geschenk annehmen. Warum demütig? Weil du damit gleichzeitig zugibst, ich kann nichts tun. Das ist demütig. Ah, ich war mal demütig. Das bedeutet, ich könnte es höchstwahrscheinlich auch wieder schaffen, mich zu demütigen. Manchmal müssen wir dazu zurückgehen, zu dem Punkt, an dem wir, als wir gerettet wurden, uns daran erinnern, wie das war. Wie dankbar wir waren, wie demütig wir waren. Wir brauchen diese Erinnerung als Christen. Erinnere dich daran, damit du dich immer wieder in deinem Leben als Christ, als schon geretteter, wiedergeborener Christ, erinnere dich daran, damit du dich in deinem Leben als Christ immer wieder demütigst, immer wieder erniedrigst.
Als Christen fallen wir manchmal, nicht wahr? Aber was macht einen gerechten Menschen aus, dass er wieder aufsteht? Okay, ich war stolz, ich war hochmütig, ich habe mich gemessen mit anderen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Aber das ist mein Fleisch. Ich muss es lassen. Ich demütige mich. Ich erkenne einfach an, dass ich nicht besser bin als irgendjemand anderes. Denn alles, was ich habe oder was ich bin, habe ich vom Herrn bekommen. Der Apostel Paulus selbst schreibt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Nicht wahr? Gott kann dich groß machen. Das heißt über Josua beispielsweise, dass Gott ihn groß gemacht hat vor dem Volk. Er hat sich nicht selbst groß gemacht, sondern es gab einen Tag, an dem Josua sehr angesehen war vor dem Volk. Und das hat Gott bewirkt in seinem Leben. Er hat sich nicht selbst groß gemacht. Er hat nicht selbst sich irgendwie ein Amt angeeignet, sondern er wurde vom Herrn groß gemacht. Gott kann dich groß machen. Aber der Weg nach oben führt nach unten. Du willst groß werden? Du willst der Erste sein? Was ist die Anleitung? Sei der Letzte. Du willst groß werden? Du willst der Erste sein? Was ist die Anleitung? Sei Diener. Du willst groß werden? Du willst der Erste sein? Was ist die Anleitung? Sei ein Knecht. Demütige dich. Diene anderen. Dann wirst du Achtung bekommen. Und dann wird es etwas sein, wofür du Gott loben kannst. Du kannst einfach dankbar dafür sein, dass du Menschen dienen darfst und durftest. Aber wie zu viel Honig essen, ja, zu viel Honig essen ist nicht gut. Und das Suchen von Ehre bleibt ohne Ehre. Es wird wieder hochkommen, du wirst kotzen davon, wenn du deine eigene Ehre suchst, wenn du dich selbst erhebst. Und schau, lass es uns einfach offen anerkennen. Jeder von uns hatte in seinem Leben schon mal mindestens einmal damit zu kämpfen, dass wir uns irgendwie gemessen haben, dass wir hochmütig waren. Weißt du was, als Christ, der du einen Geist hast, dir wird es sehr schnell danach hochkommen. Du wirst dir denken, oh, das ist so eklig, das ist so peinlich. Du wirst schweigen wie die Jünger, die nicht sagen wollten, worüber sie verhandelt haben, was kindisch ist, weil es dumm ist, sich zu vergleichen. Erkenne an, dass alles, was wir haben, was wir sind, dass wir es vom Herrn haben. Und wir müssen manchmal wieder dazu zurückgehen, wie war das, als wir gerettet wurden? Was haben wir da anerkannt? Dass wir ganz einfach die Hölle verdient haben, das ist alles, was wir verdient haben. Ich habe es verdient, zur Hölle zu fahren. Alles, was ich habe und was ich bin, habe ich vom Herrn bekommen. Gott hat mich einfach gesegnet. Und ich will, dass andere auch gesegnet werden. Das sollte unsere Einstellung sein. Wer wird der Größte im Reich der Himmel sein? Ein Mann, ich weiß nicht zu 100%, aber ein Mann, der mit der Größte im Reich der Himmel sein wird, ist Moses. Denn über Moses heißt es, dass er der sanftmütigste Mann auf Erden war. Und Sanftmut und Demut gehen natürlich stark Hand in Hand. Ja, diese Wörter sind stark miteinander verbunden. Das sind nahezu Synonyme, Sanftmut und Demut. Moses war der sanftmütigste Mann, sagt die Bibel. Und das steht, glaube ich, in einem Kontext, als Miriam und Aaron sich gegen ihn aufgelehnt haben. Und Moses hat nicht reagiert, damit irgendwie zu sagen, ich bin Moses, ich bin Moses. Wie könnt ihr es wagen, ihr Untertanen, ihr Kleinen, ich bin Moses. War das eine Reaktion? Nein, sondern er war sanftmütig und hat sich nicht persönlich beleidigen lassen, sondern hat die Sache dem Herrn übergeben, ohne jetzt auf die ganze Geschichte einzugehen. Aber an diesem Beispiel von Moses können wir erkennen, was es heißt, sanftmütig zu sein, demütig zu sein, was unter anderem heißt. Ja, nicht irgendwie zu denken, oh, ich habe diesen Status. Und auf andere herabzusehen, sich zu messen, sondern zu denken, Moses hat sich wahrscheinlich gedacht, das sagt die Bibel nicht, aber hat sich wahrscheinlich gedacht, ich habe einfach dieses Amt vom Herrn bekommen. Ja. Wer bin ich? Moses war der sanftmütigste Mann auf Erden, sagt die Bibel. Erinnere dich daran immer wieder in deinem Leben als Christ, wie du warst, als du gerettet wurdest. In dem Moment, als du gerettet wurdest, du warst sehr demütig. Schlage Epheser Kapitel 4, Vers 14 auf. Epheser Kapitel 4, Vers 14. Ich lese dir vor aus 1. Petrus 2, Vers 2. Und seid als neugeborene Kindlein, so warst du. Du warst ein neugeborenes Kindlein, als du frisch gerettet warst. Seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Also, jeder fängt als Kind an. Wenn du heute ein neugeborenes Kindlein in Christus bist, Amen. Wir freuen uns, dass du gerettet bist. Jeder fängt als Kind an. Es ist keine Schande, ein Kind zu sein. Jeder ist auf dem Level, auf dem er ist. In seiner Entwicklung als Christ.
Man fängt immer als Kind an. Und das hat gute Seiten. Es hat aber auch negative Seiten. Schau. Bleibe kein Kind. Es ist schön, dass du geboren wurdest, dass du da bist, dass du ein neugeborenes Kindlein bist. Es ist positiv, dass du nach der unverfälschten Milch des Wortes begierig bist. Wie ein Baby immer zur Milch will, immer zur Brust will. Das ist schön, das ist positiv. Und das ist etwas, was wir uns von neugeborenen Kindlein, von Babys in Christus abschauen sollten. Wir sollten immer wieder zu dem Punkt zurückgehen, gedanklich, als wir gerettet wurden. Wie waren wir da? Wir waren extrem begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Und manchmal sollten wir uns daran erinnern, wow, ich war so begierig nach Gottes Wort. Ich will wieder so begierig sein. Das ist etwas, was wir uns von Babys abschauen können. Aber hier ist das Ding, bleibe kein Baby, sondern als neugeborene Kindlein seid begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Wozu? Damit du durch sie heranwachst. Du musst auch heranwachsen und kein Kind bleiben. Epheser 4, Vers 14, du bist in Epheser Kapitel 4. Schau dir Vers 14 an, damit wir nicht mehr Unmündige seien. Sprich Kinder, Babys. Ja, lass mich das in normale gebräuchliche Sprache übersetzen. Damit wir nicht mehr Babys, Kinder seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Kinder lassen sich sehr, sehr leicht beeinflussen. Und in den ersten paar Monaten und vielleicht auch, sagen wir, 2 Jahren oder so, als neugeborener Christ sozusagen, jeder entwickelt sich natürlich anders schnell, deswegen kann ich keine konkrete Zahl nennen, das würde keinen Sinn machen. Aber in den ersten paar Monaten, Jahren, die du brauchst, um als Christ heranzuwachsen, ist es gut, dich leiten zu lassen. Aber schau, du solltest dich leiten lassen, du sollst auf andere hören, damit du selbst stabil wirst. Dass du selbst heranwächst und nicht mehr instabil bist. Kinder sind instabil. Sie lassen sich nicht nur leiten, sondern auch hin und her werfen. Und was ist damit gemeint? Sie nehmen auch schlechte Einflüsse auf. Und du musst stabil werden in dem, was du glaubst. Du musst erwachsen werden in dem, was du glaubst als Christ. Dass du nicht mehr einfach so hin und her geworfen werden kannst, umhergetrieben werden kannst von jedem Wind der Lehre. Oh, ich habe auf YouTube das und das gehört. Okay, du solltest, wenn du schon ein paar Jahre gerettet bist, aber wissen, was die Bibel sagt. Also wir sehen sowohl Negatives als auch Positives, als auch gute Eigenschaften, die wir uns von Babys abschauen können. Jede Etappe im Leben als Mensch hat gute und schlechte Seiten. Jede Etappe im Leben als Christ kann gute und schlechte Seiten haben. Es gibt Fallen, auf die wir hereinfallen können. Wir sollten kindliche Eigenschaften haben. Ja, wir sollten kindliche Eigenschaften haben. Wir sollten begierig sein nach Gottes Wort. Das ist etwas, was wir niemals verlieren sollten. Wir sollten immer begierig sein nach Gottes Wort. Das ist eine kindliche Eigenschaft, die wir uns abschauen sollten. Wir sollten kindliches Vertrauen haben. Wir sollten kindliche Demut haben in dem Sinne, dass wir einfach erkennen, ich kann nichts tun. Ich verlasse mich einfach auf meine Eltern. Ich kann nichts tun. Ich verlasse mich einfach auf meinen Vater im Himmel und lasse mir von ihm alles geben. Das sind kindliche, gute Eigenschaften, die wir in unserem Leben als schon geretteter Christ benötigen. Aber es gibt nicht nur kindliche Eigenschaften, sondern auch kindische Eigenschaften. Ne? Kindlich ist eher positiv belegt, aber kindisch ist negativ belegt. Schau, die Jünger sollten so werden wie Kinder. Jesus sagt zu ihnen, Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Matthäus 18, Vers 4 ist das. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Schau, werde wie ein Kind, erniedrige dich wie ein Kind, du wirst der Größte sein im Reich der Himmel. Zum einen sagt Jesus, sei wie ein Kind. Aber zum anderen, ohne das Wort wörtlich auszusprechen, lernen wir daraus, sei nicht wie ein Kind, sei nicht kindisch. Habe kindliche Eigenschaften, aber sei nicht kindisch. Denn weißt du, was Kinder auch machen? Sie vergleichen sich auch und sie streiten sich auf dem Spielplatz. Wer ist der Beste? Ich bin besser als du. Ich kann das und das besser als du. Oh, was für ein Blödmann.
und sie schauen auf andere herab, sie machen sich über andere lustig. Das ist kindisch. Das ist auch typisch Kind, aber es ist negativ. Sei nicht kindisch wie die Jünger. Kinder haben zwar kindliches Vertrauen, kindliche Demut, aber sie sind eben auch kindisch. Okay. Es gibt viel, was man daraus lernen kann. Ich hoffe, das hilft dir weiter. Lass uns weitergehen. Matthäus Kapitel 18, Vers 6, da heißt es, wer bei einem von diesen Kleinen, das ist Matthäus Kapitel 18, Vers 6, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Das ist ein ziemlich extremer Vers. Das ist ziemlich krass, was Jesus sagt. Wer bei einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Der soll sterben. Jesus fordert hier offensichtlich die Todesstrafe für Menschen, die Kindern etwas zuleide tun. Und schau, es muss sich dabei um ein schweres Vergehen handeln. Die Bibel spricht das hier nicht aus. Aber es muss sich um ein schweres Vergehen handeln, das laut der Bibel die Todesstrafe, der Todesstrafe würdig ist. Schau, wir bekommen nicht für jede Sünde die Todesstrafe. Es gibt diese dummen Christen heutzutage, die diese Einstellung haben, ach, die Todesstrafe ist abgeschafft, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir haben doch alle den Tod verdient. Und sie denken, dass das irgendwie automatisch bedeutet. Und ich denke mir das nicht aus. Ich habe sowas schon gehört, okay? Und sowas hört man oft. Sie denken irgendwie, dass das bedeutet, dass die Todesstrafe abgeschafft ist. So diese alttestamentlichen Gesetze, so die gelten jetzt nicht mehr. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir haben alle den Tod verdient. Aber rate mal, was die Bibel auch im Neuen Testament sagt. Es gibt eine Sünde nicht zum Tode und eine Sünde zum Tode. Okay, es gibt beides. Also nein, nicht jede Sünde hat buchstäblich den Tod im Sinne von Todesstrafe verdient. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Was damit gemeint ist, ist die Hölle. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also was der Vers aussagt ist, du bekommst entweder den Lohn der Sünde oder das Geschenk Gottes, das ewige Leben. Okay, wir haben schon das ewige Leben. Okay, also haben wir den Tod verdient? Natürlich, wir haben es alle verdient, zur Hölle zu fahren, aber wir bekommen nicht den Lohn der Sünde. Ja, wir werden nicht zur Hölle fahren. Es gibt diese dummen Christen, die denken irgendwie, oh, wir haben eigentlich alle die Todesstrafe verdient, aber Jesus ist am Kreuz gestorben und deswegen so, jetzt sollten wir alle dreckigen Vergewaltiger und Pädophile und Homos, wir sollten sie alle lieben, sie haben nicht den Tod verdient, denn Jesus ist ja gestorben. Was für eine dumme Lehre. Schau, Jesus lehrt hier im Neuen Testament die Todesstrafe. Und Neues Testament ist jetzt ein Wort, das ich sehr lose verwendet habe. Denn du musst dir vor Augen halten, wann beginnt das Neue Testament biblisch. Das Neue Testament beginnt nicht wirklich mit dem Johannesevangelium. Okay, so ist zwar unsere Bibel eingeteilt und daran ist nichts unbedingt falsch an dieser Einteilung. Okay, aber genau genommen beginnt das Neue Testament erst mit dem Tod Jesu. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft, weil es keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Also erst mit Jesu Todesfall tritt das Neue Testament in Kraft. Das heißt, alles, was Jesus hier sagt, das ist alles noch Altes Testament. Aber warum gehst du darauf ein, dass Jesus die Todesstrafe gelehrt hat? Offensichtlich, okay. Und ich werde dir das weiter beweisen. Jesus lehrte die Todesstrafe, okay? Ich meine, das ist nicht schwer zu verstehen. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Okay, was ist das, wenn nicht Todesstrafe? Okay. Aber Leute denken heutzutage irgendwie, oh, Jesus ist gekommen, Neues Testament, denken sie? Jesus ist gekommen und jetzt ist alles verändert und wir halten jetzt nicht mehr all diese bösen alttestamentlichen Gebote. Ja, und das ist natürlich lästerlich so, was er, seine lästerliche Haltung, die manche Christen haben. Gegenüber Gottes Wort, gegenüber dem Alten Testament. Jesus gekommen, hat das alles aufgelöst und jetzt brauchen wir nicht mehr sowas, diese Gebote, dass Leute irgendwie getötet werden für bestimmte Sünden. Jesus hat das aufgelöst, aber ist das wirklich der Fall? Nein. Was lehrt Jesus hier? Jesus lehrt
die Todesstrafe. Und ich habe diesen Vers jemandem mal gezeigt. Okay. Und derjenige meinte sowas in die Richtung wie, naja, und er konnte es auch nicht wirklich erklären, weil es sich nicht erklären lässt, aber er meinte sowas in die Richtung wie, ja, das ist nicht wortwörtlich gemeint. Das ist doch nicht, das bedeutet doch nicht wirklich Todesstrafe. Ja, ich kriege nicht den genauen Wortlaut hin, aber er wollte irgendwie so in die Richtung, das deuten ist halt nur symbolisch, es ist nicht wirklich so gemeint. Hat natürlich kein einziges echtes Argument gebracht. Aber lass mich dir das sagen. Das, was Jesus hier sagt in Matthäus Kapitel 18, Vers 6, dass ein großer Mühlstein in seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde, das ist kein impulsiver Zornausbruch. Das ist kein impulsiver Wutausbruch. Jesus Christus ist der Herr der Herrscharen. Jesus Christus ist Gott. Und was sagt die Bibel? Dass Gott langsam zum Zorn ist. Okay. Das, was Jesus hier sagt, ist nicht irgendwie impulsiv, nur symbolisch gemeint. Es ist nicht wirklich so, dass Jesus hier die Todesstrafe lehrt, sondern Jesus ist einfach sehr zornig an der Stelle und sagt einfach, ach, sollen die alle sterben? Das ist kein Zornausbruch. Das ist nicht impulsiv. Jesus wird nicht einfach zack wütend. Gott ist langsam zum Zorn. Okay, was bedeutet das jetzt für diese Stelle? Wenn Gott zornig wird, dann bedeutet das, dass er sich das vorher reiflich überlegt hat. Beispielsweise, als Jesus in den Tempel gegangen ist mit einer Peitsche und alle herausgetrieben hat, die Tische der Wächter umgestoßen hat und die Stühle der Taubenverkäufer und sie mit einer Peitsche alle rausgetrieben hat. Weißt du, was Jesus vorher getan hat? Er hat die Peitsche erstmal hergestellt. Das hat wahrscheinlich ziemlich lange gedauert. Und Jesus ist dann sehr zornig offensichtlich in den Tempel reingegangen. Aber er hat sich vorher Zeit genommen. Ziemlich viel Zeit. Gott ist langsam zum Zorn. Okay, also wenn hier Jesus sagt, dass jemand, der einem Kind etwas zuleide tut, und es muss, wie gesagt, etwas extrem Schwerwiegendes sein, ansonsten gäbe es nicht die Todesstrafe darauf, denn nein, wir haben nicht alle die Todesstrafe verdient. Wenn also Jesus hier sagt, dass so jemand, der einem von diesen Kleinen, der einem Kind etwas zuleide tut, dass er die Todesstrafe verdient hat, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er an die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wenn Jesus so etwas sagt, dann muss es wortwörtlich gemeint sein. Es kann nicht impulsiv sein. Es kann nicht emotional sein. Sondern es muss wortwörtlich so gemeint sein. Denn ansonsten würde es bedeuten, wenn du sagst, das ist einfach nur symbolisch gemeint, Jesus ist einfach zornig geworden, dann würde es bedeuten, dass Jesus schnell zum Zorn ist. Dass er sich das nicht richtig überlegt hat. Das ist eine ziemlich lästerliche Aussage eigentlich. Nein, Gott weiß, was er sagt. Das ist so gemeint, wie es da steht. Als die Jünger Feuer vom Himmel regnen lassen wollten, was hat Jesus getan? Hat er gesagt, genau, tötet sie alle! Feuer vom Himmel! Sie sollen alle umgebracht werden, weil sie uns nicht durchziehen lassen wollten. Aber was sagt Jesus? Ihr wisst nicht, welchen Geistes Kinder ihr seid, sagt er ungefähr. Und er sagt ungefähr, dass der Sohn des Menschen gekommen ist, um zu zerstören, sondern dass er gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Nicht wahr? Also Gott weiß sie zurecht. Jesus weiß sie zurecht, die Jünger, als sie so impulsiv waren. Wenn also Gott zornig wird, ist es nicht impulsiv, sondern es ist wörtlich gemeint. Lass mich dir weiter beweisen, dass Jesus die Todesstrafe gelehrt hat. Geh zurück zu Matthäus Kapitel 15. Matthäus Kapitel 15, da heißt es in Vers 4, denn Gott hat geboten und gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Das ist ja Altes Testament. Jesus zitiert nur Altes Testament. Aber schau, was Jesus sagt. Matthäus 15, Vers 5 ist das. Ihr aber sagt, wer zum Vater oder zur Mutter spricht, ich habe zur Weihegabe bestimmt, was dir von mir zugutekommen sollte, der braucht doch seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr zu ehren. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eure Überlieferung willen aufgehoben. Ihr Heuchler! Treffend hat Jesaja von euch geweissagt. Denn er spricht, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Er sagt, ihr Heuchler, ihr hebt das Gebot Gottes auf, um eure Überlieferung willen. Was sagt Jesus? Er bestätigt natürlich das Alte Testament. Wow, Überraschung. Jesus ist das Wort Gottes. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Selbstverständlich lehrt Jesus die Todesstrafe, wie man das hier eindeutig sieht. Und Leute, die das Wort Gottes um ihrer Überlieferung willen aufheben wollen, moderne, heutige Christen, die das Alte Testament aufheben wollen, einfach sagen wollen, ach, all diese Gebote, so Todesstrafen, so, das gilt doch nicht mehr. Ho, wie kannst du sowas sagen? Und dann kommen sie mit ihren eigenen Klärungen her, die sie
von ihren liberalen Theologen gelernt haben. Sie kommen mit ihrer eigenen Überlieferung her. Was sagt Jesus zu solchen Leuten? Ihr Heuchler. Jesus hat die Todesstrafe gelehrt. Matthäus Kapitel 18, geh wieder zurück zu Matthäus Kapitel 18. Da ist es in Vers 8, wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst. Oberflächlich betrachtet können wir sagen, alles ist besser, als in die Hölle geworfen zu werden. Alles ist besser, als im ewigen Höllenfeuer zu schmoren bis in alle Ewigkeit. Es ist besser, verstümmelt zu sein. Diese Schmerzen, die sind immer noch besser, als bis in alle Ewigkeit in der Hölle zu brennen. Das ist eine oberflächliche Betrachtung. Und diese zwei Verse, die haben es in sich. Steckt viel Lehre drin. Und die Bibel hat oftmals mehrere Schichten von Bedeutung, könnten wir sagen. Mehrere Schichten, zu denen du dich durchgraben kannst. Es gibt oftmals nicht nur eine Bedeutung, sondern es gibt oftmals mehrere Bedeutungen, mehrere Prinzipien, die wir noch dazu herauslesen können. Oberflächlich betrachtet können wir zum Beispiel sagen, es ist alles besser, als zur Hölle zu fahren. Sogar deine eigene Hand abzuhacken, das ist immer noch erträglicher. Das ist nichts im Vergleich zur Hölle. Und ja, das ist eine wichtige Bedeutung dieser Stelle. Konkret geht es hier um den Feuersee. Wenn Jesus sagt, es ist besser für dich, dass du einäugig in das Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst, da geht es konkret um den See, der von Feuer und Schwefel brennt. Hölle ist ein allgemeines Wort. Es gibt genau genommen zwei Orte der Hölle. Und der See, der von Feuer und Schwefel brennt, ist der zukünftige Ort der Hölle, wo Menschen reingeworfen werden, nachdem sie auferweckt wurden. Denn es gibt sowohl eine Auferweckung zum Leben, als auch eine Auferweckung zur Verdammnis, eine Auferweckung zum Gericht. Auch Ungläubige werden leibhaftig auferweckt und sie werden, es wird Gericht über sie gehalten. Sie werden nach ihren Werken gerichtet. Dann werden sie mit ihrem auferweckten Körper in den Feuersee geworfen. Aber wie kann man diese Verse hier noch verstehen? Matthäus 18, Vers 8 und 9. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Irgendein Katholik denkt sich jetzt wahrscheinlich, ja, ich gehe jetzt ins Kloster und dann hacke ich mir dort die Hände und die Füße ab, reiße mir meine Augen aus. Du denkst, dass das verrückt klingt, aber schau, Katholiken glauben auch, dass es wortwörtlich gemeint ist, wenn Jesus sagt, dass wir sein Blut trinken sollen und sein Fleisch essen sollen. Sie glauben auch, dass das wörtlich ist. Das ist ihre katholische Lehre, dass in der katholischen Messe bei der Eucharistiefeier buchstäblich der Wein zu Blut wird, dass sie buchstäblich den Leib Jesu essen. Das ist, was sie glauben. Also denke ich, dass es irgendwie bescheuert ist, was ich jetzt sage. Also natürlich ist es bescheuert, aber es ist nicht weniger bescheuert als die Transsubstantiationslehre, wie die so schön heißt. Irgendein Katholik denkt sich garantiert bei diesen Versen, ja, ich will ins Kloster gehen, dann hacke ich mir dort meine Hände und meine Füße ab, reiße mir die Augen aus, dann habe ich keinen Anschluss zur Sünde mehr und dann komme ich in den Himmel. Wenn ich mich selbst verstümmelt habe, wenn ich mich selbst ausgepeitscht habe, ich böse Sünde. Wenn ich mir alles abgehackt habe, mich verstümmelt habe, dann komme ich in den Himmel und komme nicht in die Hölle. Garantiert denken sich irgendwelche Katholiken das. Weil sie die Bibel nicht verstehen können, weil sie nicht die geistliche Applikation davon verstehen. Wir müssen Geistliches geistlich erklären, sagt die Bibel. Also wenn wir die Bibel, das einzig wirklich geistliche Buch, erklären wollen, dann können wir die Bibel nur mit der Bibel erklären. Wir müssen Geistliches geistlich erklären. Also wie können wir diese Verse verstehen? Das ist natürlich nicht wortwörtlich gemeint, dass es besser wäre, dass wir uns unsere Augen ausreißen oder so. Denn die Bibel sagt an anderer Stelle auch, dass natürlich jeder sein eigenes Fleisch nährt und pflegt. Natürlich sollten wir das tun. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Also das würde dann natürlich dem widersprechen. Ja, natürlich ist das nicht wortwörtlich gemeint. Aber ich glaube nicht, dass ich dir das erklären muss als Christ. Aber irgendwelche Katholiken denken sich bestimmt, ich reiße mir jetzt die Augen aus. Nicht, dass sie es unbedingt tun werden, denn man hat natürlich eine natürliche Hemmung, so etwas zu tun. Aber irgendein Mönch wird das wahrscheinlich schon mal gemacht haben. Du
schlägst Römer Kapitel 8 auf. Römer Kapitel 8. Lass mich dir diesen Vers zeigen. Sehr interessanter Vers. Kolosser Kapitel 3, Vers 5 lese ich dir vor. Du schlägst Römer Kapitel 8 auf. In Kolosser Kapitel 3, Vers 5 heißt es: Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Tötet daher eure Glieder, also Gliedmaßen könnte man auch sagen, Arme, Beine. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Oh, wir sollen unsere Glieder töten? Aber jetzt kommt die Erklärung. Was sind die Glieder, die auf Erden sind? Überhaupt, was heißt das, die auf Erden sind? Was ist das? Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Also unsere Glieder, die auf Erden sind, unsere Gliedmaßen, unser Fleisch, das auf Erden ist, das sprich irdisch, weltlich ist, ja, das hat eine Tendenz dazu, Unzucht zu verüben, Unreinheit zu verüben, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, Götzendienst. All das steckt in unseren Gliedern. Unser Fleisch will von Natur aus das tun, was gegen das Gesetz Gottes ist. Unser Fleisch ist nicht dem Gesetz Gottes untertan und es kann sich auch nicht dem Gesetz Gottes unterwerfen, lehrt die Bibel in Römer Kapitel 8. Unser Fleisch kann sich dem Gesetz Gottes nicht unterwerfen. Wir können in unserem Fleisch nicht Gottes Gebote halten, sondern nur, indem wir im Geist wandeln. Also wenn die Bibel sagt, wenn aber deine Hand oder dein Fuß für dich ein Anschluss zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Lass uns das vergleichen mit Kolosser Kapitel 3, Vers 5. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Was sollen wir töten? Ah, es ist Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. All das wohnt in deinem Fleisch. Hacke es ab. Reiß es raus aus deinem Leben. Die Unzucht, die Unreinheit, die Leidenschaft, die böse Lust, die Habgier, den Götzendienst. Hacke es ab. Entferne es aus deinem Leben. Töte deine Glieder. Und du als Christ, du wirst es verstehen. Du wirst den Zusammenhang erkennen. Das natürlich nicht wortwörtlich gemeint ist. Sondern unsere Glieder, was wollen die tun? Unsere Hände wollen Böses tun. Es steckt buchstäblich in unserer DNA sogar, falsche Dinge zu tun. Aber durch den Geist, indem wir im Geist wandeln, können wir das durchdringen und nach Gottes Gesetz handeln. Nicht indem wir uns dazu zwingen, ich will jetzt Gottes Gebote halten. So funktioniert das nicht im Neuen Testament. Sondern wir wandeln ganz einfach im Geist. Okay. Unsere Hände wollen Böses tun, unsere Augen wollen Böses sehen. Und wir müssen es ausreißen. Wirf es weg. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Entferne Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht und Götzendienst. Entferne es aus deinem Leben. Du bist in Römer Kapitel 8, schau dir Vers 13 an. Wie tun wir das? Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, Römer Kapitel 8, Vers 13, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber, jetzt achtet darauf, durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Also was sagt die Bibel, was wir töten sollen? Sind es unsere buchstäblichen Gliedmaßen? Sind es unsere Augen, die wir ausreißen sollen? Sind es unsere Hände, die wir abhacken sollen? Sind es unsere Füße, die immer zu bösen Orten laufen? Wir sollen sie abhacken, dass wir nicht mehr dorthin laufen? Nein, wie töten wir unsere Glieder? Wie machen wir das? Durch den Geist. Und was genau töten wir durch den Geist? Es sind die Taten des Leibes, die wir töten. Es gibt einiges, was wir lernen können aus diesen Stellen. Ich hoffe, diese Verse hier, die ich dir aufgezeigt habe, die helfen dir dabei, es besser zu verstehen, worum es geht. Einiges, was wir hier lernen können, alles ist besser, als zur Hölle zu fahren. Sehr oberflächliche Betrachtung, aber es ist wichtig. Außerdem, übernimm Verantwortung für deine Sünden. Jesus sagt, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Aus dem Herzen kommt das. Nicht von jemand anderem, sondern aus deinem Herzen. Ja, hacke deine Hand ab. Reiße dein Auge aus. Du bist verantwortlich für die Sünden, die du tust. Das ist eine weitere Bedeutung. Schau. Aber lass mich nochmal darauf eingehen, unsere Glieder zu töten, ja, die Taten des Leibes zu töten durch den Geist, in dem wir im Geist wandeln. Die Reichen und die Schönen in dieser Welt, wie man so schön sagt, die Reichen und die Schönen, sie leben in Saus und Braus. Sie enthalten sich selbst nichts vor. Sie
geben sich Unzucht hin, Unreinheit, Leidenschaft, böser Lust. Sie geben sich Habsucht hin, sie geben sich Götzendienst hin. Sie setzen ihrem Fleisch keine Grenzen. Sie verkrüppeln sich nicht. Ja? Sie schneiden nichts von ihrem Körper weg. Sie schneiden nichts aus ihrem Leben heraus. Sie verstümmeln sich nicht in dem Sinne, dass sie sagen, ich werde niemals Unzucht begehen. Ich werde niemals habgierig sein wollen. Und natürlich ist das Ding, wir werden immer sündigen. Gewisse Sünden werden wir tun. Aber sie setzen sich nicht das Ziel, ich werde diese Sünde aus meinem Leben rausschneiden. Ich will im Geist wandeln. Ich setze mir selbst Grenzen. Ich will nicht alles ausprobieren, was diese Welt zu bieten hat. Sind es nur die Reichen und die Schönen? Nein. Sondern sie wollen alles probieren und sie probieren auch alles, was die Welt zu bieten hat. Alle Unzucht, alle Drogen, alle Habgier. Sie schneiden nichts aus ihrem Leben heraus. Sie verkrüppeln nicht sich selbst. Sie machen sich nicht selbst. Sie engen sich nicht selbst ein, sozusagen. Sondern sie lassen sich alle Möglichkeiten offen. Sie lassen ihre Hände Böses tun, weil sie einfach alles ausprobieren wollen, was die Welt zu bieten hat. Sie lassen ihre Augen Böses schauen, weil sie alles wissen wollen, was die Welt zu bieten hat. Sie lassen ihre Füße dorthin gehen, wohin ihr Fleisch sie einfach leitet, weil sie alles ausprobieren wollen. Dagegen als Christen sollten wir uns verkrüppeln, in dem Sinne, dass wir gewisse Dinge, die die Welt zu bieten hat, einfach niemals ausprobieren. Und aus welcher Sicht könnte man sich denken, ah, dann engen wir uns ein. Aber schau, es ist besser für dich, dass du lahm oder verstümmelt in das Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und in das ewige Feuer geworfen wirst. Die Reichen, die Schönen, sie leben saus und braus, sie geben sich allem hin, was die Welt zu bieten hat, aber sie fahren zur Hölle. Okay. Es gibt zwei Gruppen hier. Die einen, sie gehen in das ewige Leben ein. Was sind das? Ganz einfach Gläubige. Und die anderen, sie werden in das ewige Feuer geworfen. Worum geht es? Ganz einfach Ungläubige. Es gibt diese zwei Gruppen. Schau, es ist besser für dich, als Christ, der du in das Leben eingehst, ja, dass du dich verstümmelst, dass du dich verkrüppelst, dass du nicht alles ausprobierst, was diese Welt zu bieten hat. Dass du Sünden nicht begehst. Dass du dir nicht denkst, oh toll, das will ich auch mal ausprobieren. Und du gehst in das Leben ein, weil du gläubig bist, weil du Christ bist. Und du wirst im Himmel nicht dir irgendwie denken, ach, das bereue ich wirklich, dass ich nicht mehr Unzucht getrieben habe. Ach, Mann, ich wollte unbedingt mal Unzucht ausprobieren. Jetzt habe ich keine Chance mehr, Unzucht zu begehen, weil ich jetzt sündfrei bin im Himmel. Wird irgendjemand es bereuen im Himmel, dass er nicht alles ausprobiert hat, was diese Welt zu bieten hat? Nein. Und schau dagegen, Ungläubige, die in der Hölle schmoren, werden sie sich denken, ach schön, das hat sich gelohnt, ich habe alles mal ausprobiert. Nein, sondern in der Hölle, da wird dann ihr Fleisch verkrüppelt, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. In der Hölle wird ihr Fleisch verkrüppelt. Wir verkrüppeln sinnbildlich, symbolisch unser Fleisch auf der Erde. Wir töten unsere Glieder, die auf Erden sind. Aber im Himmel sind wir ganz. Zurückgefallene Christen denken sich, oh, das ist toll. Ja, ich will auch mal alles ausprobieren. Es gibt Christen, die denken sich, ja, ich bin gerettet, ich komme in den Himmel, aber ich will auch wie die Welt leben. Glaubst du nicht, dass es so Christen gibt? Das sind die meisten da draußen. Von wiedergeborenen Christen, die meisten wiedergeborenen Christen sind keine eifrigen Kirchengänger, keine eifrigen Seelengewinner, keine eifrigen Bibelleser, sondern sie wollen lieber weltlich leben. Ich komme in den Himmel, super, Amen, und ich will einfach auch ein bisschen weltlich leben, auch was von der Welt ausprobieren. Das ist eine dumme Einstellung. Es ist besser für dich, dass du dich verkrüppelst, dass du diese Dinge aus deinem Leben rausschneidest. Sünden meine ich. Okay, konkrete Sünden. Du musst nicht alles ausprobieren, was die Welt zu bieten hat. Du bist glücklicher, wenn du dein Fleisch verstümmelst. Für die Welt klingt das furchtbar. Für Menschen, die nicht geistig denken, klingt es furchtbar, wenn Jesus sagt, dass wir sein Blut trinken sollen, sein Fleisch essen sollen. Aber wenn wir das geistig sehen, verstehen wir, worum es dabei geht. Und es klingt nicht mehr furchtbar. Sondern es macht Sinn. Und wir verstehen, dass wir glücklicher sind, wenn wir unser Fleisch verstümmeln, wenn wir unser Fleisch vernachlässigen. Wenn wir nicht alles ausprobieren, was die Welt zu bieten hat. Weil du als Christ nämlich in den Himmel kommst und du wirst es sowieso nicht bereuen, dass du nicht alles ausprobiert hast. Du wirst es sowieso nicht bereuen.
Die Reichen, die Schönen, die zum Großteil leider zur Hölle fahren. Das heißt nicht, dass Reiche nicht gerettet werden können, aber die meisten werden nicht gerettet. Das ist auch, was die Bibel eindeutig lehrt. Die Reichen, die Schönen, die werden sich auch nicht mehr dafür interessieren, was die Welt ihnen geboten hat. Weil sie in der Hölle brennen. Ihr Fleisch wird verkrüppelt in der Hölle. Da nützt ihnen ihr unversehrtes Fleisch auf Erden nichts. Matthäus 18, Vers 10, seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Was für ein schöner Vers. Gibt es Schutzengel? Das ist eine Frage, die sich Christen stellen. Nun, die Bibel deutet darauf hin, würde ich sagen. Matthäus 18, Vers 11, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um das Verlorene zu retten. Was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hat und es verirrt sich eines von ihnen, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die nicht verirrt waren. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Primär geht es hier natürlich um Errettung. Woher wissen wir das aus Vers 14? So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Primär geht es um Errettung natürlich. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott liebt Kinder. Jesus Christus liebt Kinder. Aus dem Mund von Unmündigen und Säuglingen hast du ein Lob bereitet. Lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen ihrer nicht, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Jesus Christus liebt Kinder und es ist schön in der Kirche, wenn wir hier zusammen Lieder singen, zum Beispiel Jesus liebt mich, wenn die Kinder mitrufen und schreien und nicht unbedingt die Töne treffen, aber es interessiert keinen, weil es trotzdem schön klingt. Wenn Kinder mit Eifer mitsingen und Gott bereitet ein Lob aus dem Mund von Unmündigen, von Kindern und Säuglingen. Wie schön ist das? Und Gott will, dass keines dieser Kleinen verloren geht. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Calvinismus ist so eine ekelhafte, hassenswerte Lehre, dass Gott nicht will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist so eine perverse Lehre. Schau, da müsste ich buchstäblich denken, die Kinder, die so schön mitsingen bei uns im Gottesdienst, Jesus liebt mich, das weiß ich. Aber manche werden zur Hölle fahren. Gott will sie gar nicht retten. Gott will nicht, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Sie sollen gerettet werden. Er will, dass alle in den Himmel kommen. Christus tut alles, um Menschen zu retten. Christus hat schon alles getan, um Menschen zu retten. Buchstäblich alles. Jeder, der ernsthaft nach Gott fragt, jeder, der ernsthaft auf der Suche nach der Wahrheit ist, egal was die Wahrheit ist, der bereit ist, einfach die Wahrheit anzunehmen, egal was die Wahrheit ist, jeder, der ein ehrliches Herz hat, sich auf die Suche nach der Wahrheit macht, wird Gott finden. Christus tut alles, um das eine Schaf zu finden, damit es gerettet wird, dass es nicht verloren geht. Und wenn jemand wirklich nach Gott fragt, egal wo er ist, egal auf welcher Insel, was ist mit dieser oder jener Insel, schau, Gott wird einen Missionar dorthin schicken, garantiert. Es gibt immer eine vorbereitete Mission für einen vorbereiteten Menschen, für einen vorbereiteten Christen. Sekundär, ja, primär geht es um Errettung bei diesem Gleichnis, aber sekundär können wir auch sagen, es könnte um einen Christen gehen, der sich in der Welt verirrt hat. Natürlich, als Christen gehen wir niemals verloren, buchstäblich im Sinne von Erlösung, aber wir können weltlich in der Welt verloren gehen, dass wir uns selbst in der Welt verlieren, uns verirren. Ja. Und das würde auch gut zusammenpassen mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, der nämlich immer noch Sohn war. Auch als er in der Welt war, sich verirrt hat in der Welt, war er natürlich immer noch der Sohn des Vaters. Das ist ein Christ, der ist natürlich immer noch gerettet, aber er ist eben verloren in der Welt. In weltlichen Dingen hat er sich selbst verloren und denkt, er könnte nicht mehr zum Vater zurückkehren. Ich bin nicht würdig, dein Sohn genannt zu werden oder so ähnlich. Und so denken Christen manchmal, aber du kannst immer zum Vater zurückkehren. Gott will, dass du als Christ zurückkehrst. Und es wird Freude darüber bei uns sein, in unserer Gemeinde, wenn ein Christ, der sich verirrt hat, wieder zurückkommt. Der wird niemand sagen, was hast du getan, wie konntest du nur, sondern wow, das ist toll, dass er zurückgefunden hat. Was für ein Segen, dass er wieder zur Gemeinde kommt. Preis den Herrn dafür, dass er jetzt wieder Seelengewinn geht. Und wir können sogar Beispiele einfallen, wenn ich nachdenke. Leute, die Monate oder Jahre lang nicht mehr Seelengewinn waren, nur sporadisch zur Kirche gekommen sind, dann fangen sie irgendwie wieder an,
Seelengewinn zu gehen, sind wieder eifrig dabei. Manchmal passiert sowas. Und jeder einzelne zählt. Jeder einzelne Christ, jeder einzelne Bruder zählt. Wir wollen, dass alle natürlich zurückkommen, weil sie zurückgefallen sind. Das wäre eine sekundäre Bedeutung. Das Ding ist, bei Gleichnissen kann man nicht unbedingt sagen, es gibt nur eine wahre Bedeutung. Weil Gleichnisse sind Beispiele, sind Illustrationen. Es gibt zwar, denke ich, eine hauptsächliche, primäre Bedeutung oftmals, aber es gibt auch viele andere Bedeutungen. Man kann immer weitere Prinzipien daraus lernen. Was man bei Gleichnissen beachten muss, wenn du ein Gleichnis in der Bibel liest, dann versuche nicht krampfhaft jedes einzelne Detail aus diesem Gleichnis auf eine konkrete Lehre anzuwenden. Okay, das ist die falsche Art und Weise, ein Gleichnis zu lesen. Lehren, konkrete Lehren, die wir lehren, müssen sich immer auf konkrete Verse stützen. Auf, ich sage mal, abstrakte Verse, wo abstrakte Lehre einfach ausgesprochen, ausgeschrieben wird. Ja. Aber Gleichnisse sind nicht abstrakte Lehre, sondern Gleichnisse sind eben Beispiele. Es sind erfundene Geschichten, die als Beispiele dienen, um eine feststehende Lehre, eine Lehre, die es schon gibt, zu illustrieren. Dass sie leichter verträglich wird, besser verständlich für uns als Christen. Für die Welt sind Gleichnisse völlig, da gehen ihre Augen zu, sie können es nicht verstehen. Aber du musst verstehen, Beispiele treffen niemals zu 100% zu. Gleichnisse treffen niemals zu 100% zu. Deswegen ist aber auch andererseits nichts schlimm daran, zu sagen, okay, aber es gibt auch diese Bedeutung. Es gibt mehrere Bedeutungen. Weil du sowieso nicht ein Gleichnis zu 100% bis ins letzte Detail anwendest, dann würdest du mit falschen Interpretationen herauskommen, die dann gegen eine Reihe eindeutigerer Verse verstoßen würde. Du musst die Lehren, die du glaubst, auf eindeutige, lehrmäßige Aussagen der Bibel gründen. Gleichnisse sind Bonus. Okay, sie dienen zur Illustration. Man kann es verdeutlichen. Okay. 1. Petrus 2, Vers 25. Du kannst Lukas Kapitel 15 aufschlagen. Lukas Kapitel 15. Ich lese dir vor aus 1. Petrus 2, Vers 25. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Also wir freuen uns natürlich auch über einen Christen, der zur Gemeinde zurückkehrt. Könnte eine sekundäre Bedeutung sein. Und dazu komme ich dann gleich noch. Es passt mit anderen Versen wunderbar zusammen. Er freut sich hier, der Mensch, der die 100 Schafe hat in dem Gleichnis. Er freut sich darüber mehr über das eine Schaf, das gefunden wird, als über die 99, die nicht verirrt waren. Und wenn man genau darüber nachdenkt, über den Vers, klingt der Vers ein bisschen komisch. Augenscheinlich auf den ersten Blick. Er freut sich darüber mehr als über die 99, die nicht verirrt waren. Man könnte sich denken, sind nicht alle Menschen verirrt? Denn die primäre Bedeutung von diesem Gleichnis, würde ich sagen, ist Errettung. Das ist ziemlich eindeutig in Vers 14. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Aber man könnte denken, okay, sind nicht alle Menschen verirrt? Und ja, die Bibel sagt das im Grunde genommen, 1. Petrus 2, Vers 25, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu den Hirten und Hüter eurer Seelen. Natürlich, wir, als wir ungerettet waren, verloren waren, wir waren verirrt. Wie Schafe, die in die Irre gehen. Ja, so ist jeder Mensch, bis er sich bekehrt, bis er gerettet wird. Also was kann auch gemeint sein? Was kann auch gemeint sein mit den 99, die nicht verirrt waren? Lukas 15, Vers 7, ich sage euch, so wird doch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Und was sagt uns die Bibel damit? Es wird mehr Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Braucht nicht jeder Mensch Buße, ist nicht jeder Mensch ungerecht. Aber schau, es gibt Pharisäer, es gibt selbstgerechte Menschen, die denken, sie brauchten Gott nicht. Schau, Gott kommt nicht, um Leute krampfhaft zu überzeugen, die glauben, dass sie gerecht seien, um sie krampfhaft zu überzeugen, du bist nicht gerecht. Ja, wir als Seelengewinner, die wir vom Herrn gesandt sind, wir versuchen nicht krampfhaft, Leute zu überzeugen, die sowieso glauben, sie seien gerecht. Sondern zu welchen Leuten gehen wir?
Wir gehen zu den Leuten, die Buße brauchen. Die es sprich erkannt haben, dass sie Buße brauchen. 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Sie denken, sie seien gerecht. Deswegen denken sie, dass sie keine Buße brauchen. Das ist einfach, worum das geht. Es geht um Pharisäer, um selbstgerechte Menschen, die denken, sie brauchten Gott nicht. Markus 2, Vers 16 lese ich dir vor. Und als die Schriftgelehrten und die Pharisäer sahen, dass er mit den Zöllnern und Sündern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst und trinkt er mit den Zöllnern und Sündern? Als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zu Buße. Schau, wir gehen nicht zu irgendwelchen selbstgerechten Leuten. Und natürlich treffen wir sie an der Tür an, wenn wir Seelengewinn gehen. Okay, verstehe mich nicht falsch. Natürlich geben wir jedem Menschen eine Chance. Ja. Aber wenn ein Mensch nicht hören will, wenn er denkt, nein, es ist durch Werke, dass ich in den Himmel komme, okay, hey, schau dir dieses Video an, wünsche einen schönen Tag und gehen weiter. Wir sind gesandt hauptsächlich zu Leuten, die Buße brauchen, zu Sündern, um sie zur Buße zu berufen. Selbstgerechte Menschen, sie werden sich nicht rufen lassen. Also werden wir es auch nicht krampfhaft versuchen, sie zu überzeugen. Wir geben ihnen einen Vers, wir geben jedem Menschen eine Chance. Denn hey, wir wissen nie. Aber es gibt selbstgerechte Menschen, die wollen auch festhalten an ihrer angeblichen Gerechtigkeit. Und ja, die brauchen keine Buße. Das ist zumindest das, was sie denken. Matthäus 18, Vers 15. Da heißt es, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört ihr aber auch auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört ihr aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Matthäus 18, Vers 18, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Springen runter zu Vers 21, da heißt es, da trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis siebenmal? Sprich, siebenmal vergebe ich ihm, aber beim achtmal. Dann nehme ich Zeugen mit mir und dann will ich ihn aus der Gemeinde rauswerfen lassen. Beim achtmal ist es vorbei. Was sagt Jesus? Jesus antwortet ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70-mal siebenmal. Warum will ich diese Verse verbinden? Also, wir haben gelesen in Matthäus Kapitel 18, Vers 15, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so gehe hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht und so weiter, dann eskaliert die Sache, bis derjenige aus der Gemeinde rausgeworfen wird. Okay. Was sollte unser Standardmodus sein, wenn jemand an uns sündigt, wenn jemand gegen uns sündigt, wenn jemand uns beleidigt zum Beispiel, wenn jemand respektlos uns gegenüber ist? Was sollte unser Standardmodus sein? Sollten wir darauf aus sein, denjenigen rauswerfen zu lassen aus der Gemeinde? Was sollte unser Standardmodus sein? Wie sollten wir standardmäßig handeln? Wie oft soll ich meinen Bruder vergeben, bis es zu spät ist? Bis ich versuche, ihn rauswerfen zu lassen aus der Gemeinde? Bis ich zum Pastor gehe damit? Bis siebenmal? Jesus antwortete ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal siebenmal. Schau, standardmäßig solltest du einem Bruder, der gegen dich sündigt, ganz einfach vergeben. Ganz einfach vergeben. Du musst nicht bei jeder Sache ihn gleich zurechtweisen. Du musst nicht bei jeder Sache Zeugen hinzurufen, dann es vor die Gemeinde bringen, dann wird er rausgeworfen. Dein Standardmodus sollte sein, ich vergebe einfach. Und schau, es ist natürlich nicht falsch, jemandem einfach zu sagen, einem Bruder, hey, das hat mich beleidigt. Und natürlich, dann sagt derjenige Entschuldigung und du vergibst einfach. Okay. Aber es gibt oftmals auch Dinge, die du ganz einfach vergibst und es einfach gar nicht demjenigen sagst, sondern du siehst einfach darüber hinweg. Und das ist nämlich eine Ehre für den Mann, sagt die Bibel. Nicht irgendwie denken, beim achten Mal will ich, dass er aus der Gemeinde rausgeworfen wird. Okay. Also, du solltest ganz einfach vergeben. Jemand ist respektlos dir gegenüber, vergib. Lass es gehen. Jemand beleidigt dich, vergib. Eskaliere die Sache nicht. Das sind wichtige Verse. Und wir müssen
beide Verse betrachten, sowohl Matthäus 18, Vers 15 und folgende, als auch Matthäus 18, Vers 21 und folgende, um nämlich die richtige Einstellung gegenüber Gemeindezucht zu haben. Denn es gibt Menschen, die fallen auf der einen Seite vom Pferd und auf der anderen Seite vom Pferd. Und ich komme gleich dazu. In Vers 15 und folgende muss es sich also um schwerwiegende Dinge handeln, für die man aus der Gemeinde ausgeschlossen werden kann. Schau, wenn du bis 70 mal 7 mal vergeben sollst, und was sagt Jesus damit? Das ist einfach eine absurde Zahl. Du wirst niemals zählen. Er hat so und so viel mal gegen mich gesündigt. Niemand würde so weit zählen. Sprich, vergib einfach. Das ist dein Standardmodus. Einfach vergeben demjenigen. Okay. 99% aller Fälle einfach vergeben. Aber Matthäus 18, Vers 15 und folgende, da muss es sich dann also um schwerwiegende Dinge handeln. Schwerwiegende Dinge, für die jemand tatsächlich rausgeworfen werden sollte aus der Gemeinde. Schwerwiegende Dinge, bei denen man Zeugen hinzunimmt. Bei denen es man vor die Gemeinde trägt. Und hört aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Es müssen schwerwiegende Dinge sein, nicht irgendwelche Kleinigkeiten, nicht irgendwelche kindischen Sachen, die man einfach vergeben könnte. 1. Korinther 5, Vers 11 lese ich dir vor, oder wenn du es schnell aufschlagen kannst, 1. Korinther 5, Vers 11. Jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. In Matthäus Kapitel 18 geht es konkret um persönliche Dinge. Okay. Wenn aber ein Bruder an dir gesündigt hat, nicht einfach, wenn ein Bruder gesündigt hat, sondern wenn aber ein Bruder an dir gesündigt hat. Schau, wenn ein Bruder ein Problem mit Alkohol hat, dann hat er nicht an dir gesündigt. Okay. Trunkenbolde werden laut diesen Versen, die ich dir zitiert habe, 1. Korinther 5, Vers 11, aus der Gemeinde rausgeworfen. Aber das ist nicht das konkret, worum es geht in Matthäus Kapitel 18, Vers 15 und folgende, weil es nämlich heißt, wenn aber ein Bruder an dir gesündigt hat. Lass uns ein Beispiel erfinden. Okay, was wäre mit Diebstahl? Ein Bruder stiehlt etwas von dir. Er stiehlt was richtig Wertvolles von dir vielleicht sogar. Und kann sowas sein? Ja, natürlich. Leute kommen aus der Welt, sie werden gerettet. Sie hatten vielleicht eine Vergangenheit, wo sie andauernd Diebstahl begangen haben. Und sie kommen nicht so einfach davon los. Genauso wie Leute nicht einfach so von Alkohol loskommen. Genauso wie Leute nicht einfach von Drogen loskommen. Von Zigaretten loskommen. Von was auch immer loskommen. Natürlich gibt es sowas. Was wäre, wenn ein Bruder etwas von dir stiehlt? Du weißt ihn zurecht. Er will es nicht zugeben. Du holst Zeugen dazu. Guck mal, ich habe so eine Überwachungskamera an der Tür. Guckt euch das mal an. Ist das nicht der Typ? Ja, das ist unser Bruder. Okay, wir weisen ihn zusammen zurecht. Er will es nicht zugeben. Nee, das ist irgendein anderer. Ich habe das nicht gemacht. Er will es nicht zugeben. Du bringst es vor die Gemeinde. Hört aber auch auf die Gemeinde nicht. So sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Es muss sich um ein schwerwiegendes Vergehen handeln. Niemand sollte als Christ, als Dieb leiden. Sowas sollte nicht bei uns gesehen werden. Und wenn jemand so etwas Schwerwiegendes nicht zugeben will, sich immer noch rausreden will, hört aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Vielleicht ist es nicht das perfekte Beispiel, aber es ist ein Beispiel. Hier ist der Punkt, hier ist das, was ich sagen will. Wende Matthäus Kapitel 18, Vers 15 nicht einfach bei jeder Kleinigkeit an. Und du denkst, hier gibt es wirklich so Leute? Ja, es gibt so Leute. Wir hatten jemanden hier in der Gemeinde, in Faith Word Baptist Church, der natürlich dann auch gegangen ist oder gegangen wurde, der einfach so viel Streitigkeiten mit allen möglichen Leuten hatte, aber alles irgendwelche dummen Kleinigkeiten. Alles irgendein dummer Schwachsinn. Und er wollte andauernd Matthäus Kapitel 18 anwenden. Wegen Schwachsinn. Also das ist mein Punkt. Lies die Verse danach, wo Jesus sagt, dass man bis 70 mal 7 mal vergeben soll. Vielleicht wäre das eine Option. Aber wenn es um schwerwiegende Dinge geht, dann muss man natürlich Matthäus 18 irgendwann anwenden. Und wenn derjenige auch nicht auf die Gemeinde hört, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Heiden, was ist damit gemeint? Einfach Ungläubige, könnten wir sagen. Sind nicht Teil der Gemeinde. Die Gemeinde ist eine Versammlung Gläubiger. Natürlich lassen wir Ungläubige als Besucher zu, in der Hoffnung, dass sie gerettet werden. Aber sie sind nicht Teil der Gemeinde. Also was sagt die Bibel damit? Er soll rausgeworfen werden, weil Ungläubige nicht Teil der Gemeinde sind. Zöllner waren Betrüger damals. Sie haben zu viel Zoll erhoben, sie haben Leute betrogen.
Sie waren Betrüger, mit denen niemand etwas zu tun haben wollte. Sprich, habe keinen Umgang mit der Person. Rauswerfen aus der Gemeinde, keinen Umgang haben. In der Hoffnung, dass derjenige zurückkehrt und einfach seine Sünde zugibt, damit wir ihm vergeben können. Es geht hier nicht irgendwie um Beleidigung oder Respektlosigkeit, um irgendeinen kindischen Schwachsinn. Aber diese Verse, Matthäus Kapitel 18, werden auch andersherum falsch verstanden. Beispielsweise, es gibt derartig unzählige YouTube-Kommentare unter unseren Predigten. Ich kann nicht zählen, wie oft ich das schon gelesen habe. Irgendwie, hast du den Bruder Gassmann schon unter vier Augen zurechtgewiesen? Hast du schon mal mit dem Bruder Olaf Latzel unter vier Augen geredet? Nein, weil der Typ kein Bruder ist. Und weil er auch nicht an mir gesündigt hat, Idiot. Wie kann so dumm sein und so einfache Verse nicht verstehen? Hast du schon mal den Bruder unter vier Augen zurechtgewiesen? Hast du ihn das mal erklären lassen vielleicht? Hallo, Irrlehrer, falsche Propheten, sei es Jakob Czarnke, Würgen Fischer mit seinen sieben Sakramenten oder Olaf Latzel oder wer auch immer, Lothar Gassmann. Schau, sie sind nicht unsere Brüder, sie sind nicht gerettet. Okay, und sie haben nicht an uns gesündigt. Ich meine, das ist nicht schwer zu verstehen. Oh, hast du schon mal unter vier Augen mit ihnen darüber gesprochen? Nein, werde ich auch nicht, weil ich nicht meine Zeit verschwenden werde mit einem falschen Propheten, der zur Hölle fährt, sowieso. Aber so viele Leute denken, woher kommt das? Ich verstehe das nicht. So viele Leute denken, dass Matthäus Kapitel 18 irgendwas damit zu tun hätte, dass wir bei einem anderen Bibelverständnis mit einem Bruder irgendwie darüber reden sollten unter vier Augen. What? Nein. Und diese Idioten beziehen das immer auf irgendwelche Irrlehrer, die also nicht unsere Brüder sind und die nicht an uns gesündigt haben, weil sie gar nicht zur Gemeinde zugehören. Worum geht es hier in Matthäus Kapitel 18? Es geht um offensichtlich ein Gemeindemitglied, das an dir persönlich sündigt. Das ist eine ziemlich konkrete Situation. Die Bibel sagt nicht, was das für Sünden sind. Aber wir können natürlich 1. Korinther 5, Vers 11 in Verbindung damit bringen, okay, harte Sünden, für die jemand aus der Gemeinde rausgeworfen werden könnte. Und wenn er so eine Sünde begeht in Bezug auf dich, dann würden wir das anwenden. Tatsächlich schwerwiegende Dinge, die wir als Christ nicht einfach so tolerieren sollten. Aber schau, jeder Christ ist natürlich immer noch ein Sünder. Also wir werden Sünden wie, der war respektlos zu mir, der hat mir nicht die Hand gegeben. Das werden wir tolerieren. Wir werden darüber hinwegsehen. Okay. Aber schau, wenn jemand, wir ziehen nicht mit Brüdern, die beispielsweise etwas von uns stehlen, vor ein weltliches Gericht in dem Sinne, dass wir sie verklagen, irgendwie Schadenersatz von ihnen fordern, sondern wir sollen uns selbst übervorteilen lassen, lieber, sagt die Bibel. Aber das heißt nicht, dass wir nicht Staatsgewalt einschalten, damit derjenige eine gerechte Strafe erhält. Denn natürlich, wir persönlich, wir sollten vergeben, wir sollten nicht nach Schadensersatz trachten, um das als Beispiel zu nehmen. Aber trotzdem muss natürlich weltlich gesehen für Gerechtigkeit gesorgt werden. Also es wird nicht einfach etwas unter den Teppich gekehrt in dem Sinne. Und das ist etwas, was in vielen Gemeinden leider ein Problem ist. Dass schwerwiegende Sünden unter den Teppich gekehrt werden. Zum Teil richtig schwerwiegende Dinge, die man kaum aussprechen will. Okay, wo wir sagen würden, wir rufen sofort die Polizei. Okay. Aber bei so Dingen wie Diebstahl oder so, wir persönlich sollten die Einstellung haben, okay, wir lassen uns übervorteilen. Wir werden nicht vor Gericht ziehen und irgendwie 1 Million Schadenersatz fordern. Nein, sondern die Gemeinde soll richten. Und dann sei derjenige, wenn er eben nicht hört, wie ein Heide und ein Zöllner. Ich hoffe, diese Erklärung macht Sinn. Und sei nicht so dumm wie diese Leute, die andauernd irgendwie Irrlehrer schönreden wollen. Und hast du mal unter vier Augen mit ihnen geredet? Nein, habe ich kein Interesse daran. Denn wenn man einen Irrlehrer, einen falschen Propheten zwei- und dreimal zurechtgewiesen hat, soll man ihn abweisen. Also einfach abweisen. Tschüss. Nein! Rede nicht mit mir. Ich weise dich ab. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben.
Nein, Menschen bekommen nicht immer wieder noch und noch eine Chance. Und außerdem, so falsche Propheten, die in der Öffentlichkeit sind, die im Fernsehen zu sehen sind, die ihre Predigten auf YouTube veröffentlichen, müssen wir die zurechtweisen? Schau, die wissen, was das richtige Evangelium ist. Das ist nichts Neues für die. Okay. Also nein, die brauchen keine persönliche Zurechtweisung. Das sind falsche Propheten. Höchstwahrscheinlich sind sie alle verworfen. Das, worauf die Bibel hindeutet. Okay, aber lass uns weitergehen in dem Text. Matthäus 18, Vers 23, darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Und 10.000 Talente, ich weiß nicht, was das in Euro ist, aber was will uns die Bibel damit sagen? Wir sollten immer danach fragen, Verzeihung, was ist die Aussage der Bibel? Ja. Was ist das Prinzip, das die Bibel damit lehrt? Das Prinzip ist, es ist eine absurde Summe, eine völlig absurde Summe, die niemand bezahlen kann. Und genauso ist unsere Schuld vor dem Herrn. Unsere Schuld ist so absurd hoch vor dem Herrn, dass wir sie niemals bezahlen können bis in alle Ewigkeit. Genauso absurd wie 10.000 Talente, die derjenige nicht bezahlen konnte, denn dann heißt es, weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen, so zu bezahlen. Genauso wie diese absurde Summe, genauso absurd wäre es zu sagen, ich will durch meine eigenen Werke in den Himmel kommen. Genauso absurd wäre es zu sagen, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, aber ich muss natürlich trotzdem von meinen Sünden umkehren. Ich muss natürlich trotzdem ein besseres Leben leben. Okay, kannst du 10.000 Talente bezahlen? Was soll das? Natürlich, das ist völlig absurd. Ja, genauso absurd ist deine Werksgerechtigkeit. Du kommst in den Himmel und sagst, schau alle meine tollen Taten, Gott. Was sind das für hässliche, schäbige Kleider? Schmutzige Lappen, die du und Lumpen, die du anhast. Deine tollen Werke. Werksgerechtigkeit ist absurd für Leute, die buchstäblich verblendet sind. Und das ist nicht irgendwie übertrieben, was ich sage. Jeder einzelne Mensch, der denkt, dass er durch seine eigenen Werke in den Himmel kommt. Und so waren wir alle ein Stück weit, bevor wir gerettet wurden, bevor wir das Evangelium gehört haben, nicht wahr? So denken Menschen standardmäßig. Jeder einzelne Mensch, der denkt, dass er durch seine Werke in den Himmel kommt, ist buchstäblich verblendet. Vom Teufel verblendet. Vers 25, da heißt es, Matthäus 18, Vers 25, weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Vers 26, da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Schau, das ist eine extreme Kehrtwende von 10.000 Talente, die niemand bezahlen kann. Was die Bibel einfach damit aussagen will, völlig absurde Summe, kann niemand bezahlen. Extreme Kehrtwende zu, ich erlasse dir einfach die Schuld. Du musst gar nichts bezahlen. Und so eine extreme Kehrtwende haben wir in unserem Leben erlebt, als wir gerettet wurden. Von unbezahlbar zu, alles bezahlt, ich erlasse dir alles. Und wir haben einfach ewiges Leben kostenlos bekommen. Ich meine, preis den Herrn dafür. Alles erlassen. Sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, sagt die Bibel. Ohne Verdienst. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Gott erlässt uns unsere Schuld. Es ist nicht so, dass Jesus die Anzahlung gemacht hat und jetzt müssen wir die Raten abbezahlen. Aber das ist Werksgerechtigkeit. Jesus ist am Kreuz gestorben, er hat sozusagen die Anzahlung gemacht, aber wir bezahlen jetzt die Raten ab. Dann wirst du bis in alle Ewigkeit in der Hölle bezahlen, aber nicht abbezahlen. Als aber dieser Knecht, Vers 28, hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig, den er griff, er würgte ihn und sprach, bezahle mir, was du schuldig bist. Und wieder 100 Denare, ich weiß nicht, was das in Euro ist, aber wir erfahren aus der Bibel, dass ein Denar ein Tagelohn ist. Ein Tagelöhner lesen wir in dem Gleichnis mit den Tagelöhnern, den der Herr an seinem Weinberg einstellt. Ein Tagelöhner, dem hat er einen Denar bezahlt. Also ein Denar war ein Tagelohn, okay. 100 Denare, 100 Arbeitstage. Okay, das ist ziemlich viel. Das ist mehr als 3 Monate Arbeit. Das ist eine ziemlich hohe Summe. Aber es ist eine völlig lächerlich, verschwindend geringe Summe im Vergleich zu 10.000 Talenten. Und das ist der Punkt. Schau. Auch eine scheinbar große Schuld oder tatsächlich große Schuld
die jemand bei uns hat, die sollten wir vergeben. Warum? Weil Gott uns 10.000 Talente vergeben hat. Und 10.000 Talente ist einfach nur ein Vergleich. Natürlich, die Schuld, die wir vor Gott haben, ist nicht in Worte zu fassen. Gott hat uns das alles vergeben, also auch wenn jemand eine ziemlich große Schuld an uns begangen hat, wir sollten ihm vergeben. Denn das, was jemand an uns sündigt, das ist höchstwahrscheinlich ein Klacks, ein Witz im Vergleich zu der Schuld, die wir persönlich vor dem Herrn haben, die der Herr uns ganz einfach erlassen hat. So sollten wir denken. Denke an deine Schuld vor Gott. Und die Schuld, die jemand anderes bei dir hat, wird auf einmal verschwindend gering. Wird auf einmal zu einem Klacks, zu einer Lächerlichkeit schon fast. Auch wenn es erstmal betrachtet eine ziemlich große Schuld sein kann, 100 Denare, das ist nicht nichts. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig, den ergriff, er würgte ihn und sprach: Bezahle mir, was du schuldig bist. Und so sind manche Christen. Sie denken nicht daran, was Gott ihnen für eine Gnade erwiesen hat. Da warf sich ihm sein Mitknecht zu Füßen, bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. 1. Korinther 6, Vers 5 sagt, du kannst es aufschlagen. 1. Korinther 6, Vers 5, da heißt es: Zur Beschämung sage ich es euch. Demnach ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder. Vers 6, 1. Korinther 6, Vers 6, sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht antun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dies gegenüber Brüdern. Also die Bibel lehrt, dass wir mit Gläubigen nicht vor ein weltliches Gericht ziehen sollten, in dem Sinne, dass wir irgendwie Schadenersatz von ihnen verlangen zum Beispiel. Sondern, hey, im Normalfall sollten wir gar keinen Prozess führen. Auch nicht in der Gemeinde die Sache eskalieren lassen. Sondern im Normalfall, wie gesagt, unser Standardmodus sollte Vergebung sein. Lasse dich vielleicht einfach übervorteilen, wenn es eine Kleinigkeit ist. Und es gibt schwerwiegendere Dinge, okay, wo eine Sache angesprochen werden muss, vielleicht sogar eskaliert werden muss. Das kann sein. Aber im Normalfall ist es nicht der Fall. Es ist überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber Verzeihung übervorteilen? Stattdessen übt ihr Unrecht und übervorteilt und dies gegenüber Brüdern. Also es ist Unrecht, mit einem Bruder vor ein weltliches Gericht zu ziehen. So etwas tun wir nicht als Christen. Okay. Und das ist aber das, was derjenige in dem Gleichnis ungefähr gemacht hat. Matthäus 18, Vers 30. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Also er will den Schadenersatz. Er will das zurückhaben. Anstatt ganz einfach zu sagen: Bruder, ich erlasse dir die Schuld. Die 100 Denare, die kannst du mir nicht zurückgeben, behalte sie. Ich hätte das Geld gebraucht, aber weißt du was? Hey, ich vergebe dir. Du hast mir zwar gesagt, du sollst zurückgeben, aber ich vergebe dir. Es ist in Ordnung. Und wir müssen die Sache nicht eskalieren. Stattdessen eskaliert er es extrem, sodass er Unrecht tut, laut der Bibel, indem er vor weltliche Gerichte zieht, ihn ins Gefängnis werfen lässt, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Matthäus 18, Vers 31, ich gehe wieder zurück. Matthäus 18, Vers 31, als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jede ganze Schuld habe ich dir erlassen. Weil du mich batest, solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe. Was für ein Vers. Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen seine Verfehlung vergibt. Matthäus 6, Vers 14 sagt, ich lese das nur schnell vor: Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Es kann sein, dass dir als Christ deine Schuld nicht vergeben wird. Und zwar, wenn du deinem Bruder nicht vergibst. Dann wird Gott sagen: Nein, ich vergebe dir nicht. Schau, wir haben ewiges Leben, wir haben Errettung. Aber es gibt trotzdem Schuld, die wir natürlich unserem alltäglichen Leben auf uns laden.
und wir wollen mit Gott im Reinen sein. Dann denken wir, jetzt bete ich zum Herrn, ich bekenne meine Schuld. Aber dann ist da etwas, was du deinem Bruder nicht vergeben hast. Wo du nicht gesagt hast, Bruder, behalte das Geld, ist in Ordnung, ich vergebe dir. Sondern du bist weiterhin zornig, du lässt die Sonne nicht untergehen. Du lässt die Sonne untergehen über deinen Zorn. Das heißt, auch wenn du noch schlafen gehst, bist du immer noch zornig, bis zum nächsten Morgen bist du immer noch zornig, hast es nicht vergeben. Gott vergibt dir auch nicht. Gott wird zornig über dich sein und du wirst vom Herrn gezüchtigt werden. Manchmal wachsen die Glieder, die auf Erden sind, bei unseren Brüdern nach. Sie haben ihre Glieder vielleicht schon abgehakt, schon Sünden rausgeschnitten aus ihrem Leben. Aber manchmal wachsen diese verdammten Glieder wieder nach. Unser Fleisch, das wächst manchmal nach, nicht wahr? Manchmal passiert das bei unseren Brüdern, passiert bei uns selbst natürlich, aber halt auch bei unseren Brüdern, dass ihre Glieder, die auf Erden sind, nachwachsen. Und dass sie an uns dann vielleicht sündigen. Und dann müssen wir ihnen vergeben. Wir müssen werden wie die Kinder und erkennen, dass alles, was wir haben und was wir sind, von unserem gemeinsamen Vater haben. Wir müssen erkennen, dass wir nicht besser sind als unsere Brüder. Lass uns beten. Danke, Herr, für dein Wort, für dieses herrliche Kapitel, für Matthäus Kapitel 18. Herr, ich danke dir für deine Lehre. Herr, ich bitte dich, zeige uns mehr und mehr die Wahrheit aus deinem Wort auf, Herr. Hilf uns mehr und mehr, dein Wort zu verstehen, Herr. Ich danke dir für das, was ich auch lernen durfte, Herr, bei der Predigtvorbereitung, Herr. Ich danke dir für dein wunderbares Wort. Ich danke dir für die Vergebung, die du uns hast zuteil werden lassen. Danke, Herr, dafür, dass du uns unsere Schuld ganz einfach erlassen hast. Hilf uns bitte, vergebungsbereite Menschen zu sein. Hilf uns, nicht unseren Brüdern Dinge vorzuhalten. Hilf uns zu vergeben, denn auch bei uns, Herr, wachsen manchmal unsere Glieder wieder nach und wir sündigen. Hilf uns, wie Kinder zu werden, die demütig sind. Und Herr, hilf uns, dich zu lieben mit unserem ganzen Herzen, unserer ganzen Seele, unserem ganzen Denken, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst, Herr. Und in Jesu Namen beten wir. Amen.